Wissen gibt es uns alle ja zweifach. Einmal gibt es uns als physische Persönlichkeit, so wie ich da jetzt stehe, und zum anderen gibt es uns alle als virtuelle Persönlichkeit. Und die virtuelle Persönlichkeit, ja, die Digital Natives unter uns werden das wissen, die virtuelle Persönlichkeit setzt sich zusammen aus den Spuren, die wir alle im Netz hinterlassen, wenn wir dann da mit dem Laptople und im Internet und Handy und Navi, Zeug, Scheiß, ja, eben unterwegs sind, hinterlassen wir Spuren. Ja, es gibt also zwei Ichs. Es gibt das Echt-Ich hier und es gibt das, das digitale Ich. Das ist das andere. So. Und an dem digitalen Ich, das wird immer wichtiger, weil an dem digitalen Ich sind die Geheimdienste und Industrie sehr, sehr interessiert. Und warum sind sie daran interessiert? Weil das digitale Ich macht dich sozusagen berechenbar. Ja, sie können dich ausrechnen, sie können dich praktisch mit dem digitalen Ich vorhersagen. Und das sagt nicht ich, ja, weil dann müsste man es vielleicht nicht ernst nehmen. Nein, das sagt Erik Schmidt. Und wer ist Erik Schmidt? Erik Schmidt ist ein Google-Manager, Informatiker und Berater von Präsident Obama. Und der Erik Schmidt sagt, tatsächlich durch das digitale Ich wissen wir, was die Leute tun werden. Die wissen das, da wissen sie selber noch nicht. Ja? Verstehen Sie? Und das finde ich interessant bei dieser ganzen Überwachungsdiskussion. Es geht nicht darum, wo du bist, sondern wo du sein wirst. Es geht nicht darum, was du denkst, sondern was du denken wirst. Und es geht auch nicht darum, was du machst, sondern machen wirst. Darum geht's. Ja? Und das finde ich total interessant. Und deswegen wollen die Geheimdienste das wissen und die Industrie. Der Geheimdienst will praktisch wissen, ob du eine Bombe wirfst. Und Amazon möchte wissen, ob du die Bombe bei ihnen kaufst. Ja? Das ist der Unterschied. Sie wollen dich berechnen. Und deswegen neige ich immer dazu, um zu sagen, werden Sie unberechenbarer. Werden Sie unberechenbarer, weil mein nächster Gast ist berechnet worden vom amerikanischen Heimatschutzministerium mit überraschendem Ergebnis. Mein nächster Gast ist Schriftsteller. Und nach vielen, vielen Literaturpreisen erhielt er jetzt als Krönung seines künstlerischen Schaffens ein Einreiseverbot in die USA. Da sage ich nur herzlichen Glückwunsch. Wir begrüßen Ilja Trojanow.